Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Bernd das Brot und die Unmöglichen. Haha, total abgefahren. Vielen Dank an Koch Media für die Version, die ich da zugeschickt bekommen habe. Und wenn ich sage zugeschickt, dann meine ich tatsächlich zugeschickt per Post, denn ich habe das Ganze in einer Brotdose bekommen. Also es ist eine Dose in Form von Bernd das Brot. So wie ihr ihn gerade hier vor euch seht. Total abgefahren. Also mein DVD-Laufwerk kannte das gar nicht mehr, dass es benutzt wird. Und hat auch komische Geräusche gemacht. Deswegen bin ich ganz froh darüber, dass man anscheinend die DVD nicht drin haben muss, um zu spielen. Das hätte mich sonst sehr, sehr genervt. Ja, ich bin total aufgeregt. Erstens, ein Spiel mal wieder installiert zu haben über DVD. Zweitens, Bernd das Brot spielen zu können. Denn es ist ja erfunden worden von Tommy Krapfeitz. Den ich kannte damals aus RTL Samstag Nacht. Der Typ hat so ein bisschen meinen Humor mitgeprägt. Ich habe auch direkt ein Selfie mit ihm gemacht, als ich ihn auf der Gamescom getroffen habe. Also alles insgesamt doch ein Mischbad der Gefühle. Hauptsächlich aber positive Gefühle. Und ja, und wenn jetzt Leute von euch sagen, will ich nicht sehen, dann müsst ihr heute nicht gucken. Ich werde das Spiel einfach mal spielen, weil ich das schon sehr interessant finde. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr kinderlastig. Also für Kinder gemacht, lastig gemacht worden. Aber das soll uns auch nicht stören. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt. Das hier ist übrigens quasi das Hauptmenü. Man kann hier, guck mal, neues Spiel, Mitwirkende. Ach, Mist. Dann haben wir hier die Protagonisten. Hier haben wir die Einstellungen und hier Spiel beenden. Ja, finde ich das nett. Ich habe hier schon Sachen eingestellt. Ich glaube, ich muss vielleicht noch die Atmo ein bisschen weiter runter machen. Vielleicht so? Ach, Mist. Anscheinend gibt es keine Untertitel, was mich ein bisschen stört. Oder sie sind automatisch eingestellt. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Bernd. Ach, nix. Mist. Sie sagen, gespannt, was wir in Erfahrung bringen. Die sagen einfach nur Sachen. Okay, also ich mache mal insgesamt doch ein bisschen lauter. Weil, das macht ja nichts. Und ich drücke jetzt hier auf neues Spiel. Ich bin so aufgeregt. Hä? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Und wer bin ich? Keine Ahnung, oder? Das ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker. Übrigens, wer es nicht kennt, Bernd das Brot ist eine Sendung gewesen auf dem Kika-Kanal. Ich weiß nicht, ob das wieder gibt. Und ich meine, das kam immer abends und nachts, so in der Dauerschleife. Und das war wirklich abgefahrenes Zeug dabei. So, wer bin ich? Du weißt, wer ich bin? Und hast trotzdem dieses alberne Spiel gekauft? Dann nee. Weißt du ja auch, dass ich am liebsten meine Raufasertapete anstarre. Oder dieses wunderschöne, gleichmäßige und langweilige Weiß. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Eigentlich ganz nett hier. Schön langweilig. Bernd? Wer bist du? Der Schöpfer. Dann würde ich mich gerne beschweren. Wegen den kurzen Armen. Wir sind die Entwickler des Spiels. Ihr seid zu mehreren? Und dann habt ihr nur ein deprimiertes Kastenbrot in einem weißen Raum hingekriegt? Ja, und du bist bewusstlos. Ich bin. Genau, deshalb bist du in diesem weißen Raum. Aber weshalb bin ich bewusstlos? Tja, das gilt es herauszufinden. Viel Spaß. Hey, wartet mal, wie soll ich... Hä? Was ist das? Oh, ist das etwa der erste Gegenstand, den wir nehmen können? Warte mal, also linke Maustaste ist nehmen, rechte Maustaste ist angucken. Entnehme ich jetzt mal diesem Icon hier. Ein Foto von einem Schaf? Das war jetzt die rechte Maustaste. Ich erinnere mich an dieses verrückte Schaf. Es heißt Chili. Nimm mit. Aber da war noch jemand in meinem Leben. Oh mein Gott. Ein Foto von einem Busch? Richtig. Der verrückte Busch namens Briegel. Aber was verbindet mich mit dem Schaf und dem Busch? Sehr, sehr interessante Frage. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ein Erinnerungsfotoalbum. Ohne Fotos. Sinnvoll. Vielleicht sollte ich mal Fotos einkleben. Vielleicht solltest du das tun, Bernd. Was machen wir jetzt? Das bin ich. Aber wer bin ich? Okay, also hier... Okay, also das heißt, wir müssen jetzt... Können wir das
kombinieren wir. Guck mal hier. Ups. Ich bin Nein, wie komme ich jetzt zurück zum Spiel? Aber Escape? Wer bin ich? Okay. Wie kombiniere ich jetzt Sachen? Ah ja. Ein volles Fotoalbum. Das ging aber schnell. Wie, das hatte nur zwei Seiten zum Einkleben von Fotos. Was ist denn das für ein Drecksfotoalbum? Okay, und nu? Was machen wir jetzt? Hallo? Ah, wie bin ich hierher gekommen? Irgendwie muss ich mich erinnern. Aber will ich das überhaupt? Der weiße Raum ist so schön langweilig. Ja, Bernd, der war immer ein großer Freund vom Nichtstun. So ähnlich wie ich. Ja, ich bin fertig, Bernd. Was machen wir jetzt? Gibt's irgendwelche Vorschläge? Ich erinnere mich. Ach. Wir wohnen zusammen. Ja. Das Schaf. Macht gerne Stunts. Was nicht heißt, dass es gut darin ist. Und der Busch erfindet gerne Sachen. Und seine Erfindungen explodieren gerne. Und ich frage mich gerade, ob ich gerne mit ihnen zusammenwohne. Aber warum mache ich das bloß alles mit euch beiden Verrückten? Weil wir Freunde sind, Berndi. Was ist das? Emotionaler Kitschi-Knampf? Oh je. Also ganz kurz, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich hab's selber schon gespannt, gemacht. Was wir in Erfahrung bringen. Okay. Und nu? Ich soll diesen emotionalen Kitschi-Knampf nehmen? Kommt gar nicht in Frage. Bernd? Ihr schon wieder? Nimm mal die Herzen. Warum sollte ich das tun? Weil wir dich zwingen können. Was? Mist. Bernd, zieh mal das Symbol auf deine Freunde. Niemals. Die beiden sind absolute Nervensägen. Und das ist noch geschmeichelt. Spieler? Du, vor dem Monitor. Zieh doch mal das Symbol auf einen von Bernds Freunden. Freunden? Ich? Okay, es ist doch ein bisschen kindermäßig gemacht, aber das finden wir doch gut. So, ups. Ich wollte doch gerade ziehen. Muss ich mit der rechten Maustaste ziehen? Mist. Warte mal, ach so, ich muss nicht ziehen, was sie aber eigentlich gesagt haben, sondern ich muss einmal draufdrücken und dann sowas Schaf, machen. Schaf, Busch, ich werde gezwungen, euch eine positive Emotion entgegenzubringen. Das ist wirklich bekloppt. Genauso bekloppt wie die Idee mit den Superhelden. Die Erinnerung kommt zurück. Und es ist keine schöne Erinnerung. Das Schaf und der Busch hatten die ach so lustige Idee, Superhelden zu spielen und Verbrechen zu bekämpfen. Mist. Wieso denn? Das ist doch voll immer geile wenn Idee. Das Verbrechen in der Stadt wütet, schlägt das Crime Detector Spotlight 3000 Alarm und ruft Sheep Majors, Nahkampf als Fassadenakrobatin und schlau wie ein Schaf. Eigentlich Chibi das Schaf, aber das darf keiner wissen. Dr. Bumblebee Butch, Mastermind, Technikgenie und selbsternannter Alien-Botschafter. Eigentlich Briegel der Busch, aber das ist streng geheim. Der kastige Koloss, kastig, kolossig, brotig. Eigentlich Bernd das Brot, aber den erkennt ja sowieso keiner. Zusammen sind sie die Unmöglichen. Was für eine irrwitzige Idee. Und ich wurde gegen meinen Willen gezwungen mitzumachen. Wie immer. Und los geht's. Schaf, pass auf! Die Laterne! Chili-Power! Das war doch mit Absicht. What the fuck? 3, 2, 1! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück! Oder fahren gegen eine Laterne. Hurra! Warum sind wir eigentlich hier? Wir müssen ein Verbrechen lösen. Was für ein Verbrechen? Das musst du rausfinden, Bernd. Du bist der kastige Koloss. Ich such schon mal Verbrecher. Ich such schon mal Verbrecher. Finde ich super. Okay, also wir müssen jetzt hier irgendwas lösen.
Und wir wissen noch nicht mal was. Ist schon mal gut. Eine Feder. Nehmen wir mit. Federn sind immer gut. Eine Feder. Danke. Vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, Indianer zu spielen. Okay, und was ist das hier? Eine Antenne. Die Antenne des Bernmobils. Okay, die können wir hoffentlich da gleich wieder reintun. Was haben wir? Was ist das hier? Kaugummibampf. Was die Wiese für die Hunde, ist der Gehweg für die Kaugummikauer. Igitt. Können wir das mitnehmen? Das wird geil. Oh, oh nein. Mist. Oh, Kaugummi. Schmeckt fad im Mund, klebt dafür gut am Schuh. Mist. Wie oft der Mist sagt, aber wir haben es einsammeln können. Okay, ist das hier Hundescheiße? Ach du, ist der Rasen voller Hundescheiße? Oh mein Gott, okay. Das Schild macht Hundebesitzer darauf aufmerksam, dass ihre Lieblinge nicht auf den Rasen machen sollen. Für viele Hundebesitzer ist es aber eher ein nicht ernst gemeinter Vorschlag. Okay, den Rasen können wir auch noch angucken, ne? Eine Wiese, die zum Müßiggang und Ausrutschen in Hundeigitt einlädt. Schön. Okay, können wir so eine Hundescheiße mitnehmen? Würde ich schon gerne, ne? Geht aber nicht. Lampe. Eine Laterne. Sie macht Licht im Dunkeln. Toll. Der ist so schön positiv. Das ist ein Sockel für überteuerte Stadtparkkunst. Jetzt leer. Mhm. Und kann es sein, dass da ein Bulle im Baum hängt? Frage. Wie kommt ein Polizist in einen Baum? Antwort, keine Ahnung. Aber das hat bestimmt wieder was mit uns zu tun. Und er wird sehr sauer sein. Okay, wollen wir ihn befreien? Was macht man denn jetzt? Crime Detector 3000? Das ist das Leuchtdings vom verrückten Busch. Ich mag es nicht. Leuchtet das einfach nur? Warum heißt es Crime Detector? Und warum 3000 und nicht 2000? Mann, ey, Fragen über Fragen. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Igitt. Mhm. Das ist ein Baum. Das ist ein verrücktes Schaf. Sie nennt sich meine Freundin. Hilfe? Können wir mit Briegel reden? Der irre Busch. Nur ein bisschen Lack und er ist wieder wie neu. Wenn man das auch von dir behaupten könnte, Busch. Dr. Bumblebee, wenn ich bitten darf. Ja, brauchst du die Antenne, damit da Sachen wieder besser funktionieren vielleicht? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Wieso denn? Ist doch total, eine gute Idee, oder wie jetzt? Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. Warum denn nicht? Das ist doch die Antenne von dem Scheiß. Oh. Okay. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Eine Antenne mit klebrigem Ende. Ah ja, siehst du, ich bin nämlich der Kombinationskönig 2000, nicht 3000. So, was machen wir jetzt damit? Schild, Sockel, mit Chili können wir nicht reden. Was steht da? Budimchitsch? Budimchitsch. Was soll denn der Quatsch? Warum ist denn Wachtmeister Budimchitsch da oben? Ich glaube, das war der Verteidigungsmechanismus unseres Crime Detector 3000. Der mag es nicht, wenn man ihn davon abhalten will, uns zu rufen. Verstehe. Sarkastisches Verstehen. Ja, denn wer will denn schon keine Hilfe von verkleideten Irren, deren einzige Kompetenz ein sehr alberner Spruch ist? Genau! Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Gut. Fall gelöst. Können wir jetzt heim? Dieses alberne Kostüm juckt, riecht nach Banane und ist nicht sehr atmungsaktiv. Oh Mann. Oh Mann, okay. What the fuck? Was machen wir jetzt? Ich habe jetzt, glaube ich, alles probiert, was man machen kann. Kann man hier noch nach rechts weitergehen? Ich würde den Budimchitsch da befreien, aber es geht nicht. Oh! Jetzt ist das Spiel bei mir. Dieses alberne Kostüm juckt, riecht nach Banane und ist nicht sehr atmungsaktiv. Ja, und was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben alles getestet, was wir testen können. Ich sehe im Moment noch nicht so richtig.
was wir als nächstes machen sollen. Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Warum denn nicht? Also ich vermute, wir müssen irgendwas irgendwo rausholen. Mit dieser Antenne, mit dieser Klebeantenne. Aber ich wüsste nicht, was, wo. Können wir nochmal das Batmobil angucken? Brot. Mehr. Ich will es nicht. Das ist das Leuchtdings. Ich mag es immer noch. Ja, ja, ja. Also Wegweiser, Toiletten, da können wir anscheinend nicht hin. Sockel, können wir nichts draufstellen. Schild können wir nicht nehmen oder sonst was machen. Rasen haben wir schon angeguckt. Stadt können wir auch nicht. Rasen, Rasen, Kacke, Rasen, Chili. Können wir nochmal, hallo? Gib mir mal einen Tipp, Briegel. Bernd, kastiger Koloss, hast du schon rausgefunden, worum es in unserem ersten Fall geht? Nein. Dann frag doch jemanden, der es wissen könnte. Das hast du ja aber sehr schön gesagt. Ich kann ja gar nicht... Wie soll ich denn... Kann ich den da irgendwie runterholen? Chili. Baum. Geh da hoch. Das ist ein Baum. Oben grün und unten braun. Was denn? Man wird doch noch mal reimen dürfen. Chili. Sag mal was. Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das funktioniert so nicht. Ich wollte sie kitzeln. Das Schild sagt, Bronzeplastik, Erkälte des Jack mit Skatkarten, des langolischen Jack-Bildhauers und Halbtagspräsidenten Chingis Göhm. Eine freundliche Schenkung der Partnerstadt Ulan-Graboik. Und da das Ding leer ist, kombiniere ich in meinem Kombinationsgehirn, dass das geklaut wurde. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich bin ein bisschen überfordert. Warum ist denn Wach? Der ja, mag es nicht. Gibt's hier irgendwie einen Tipp? Die beiden Verrückten wollen unbedingt Superhelden sein und zwingen mich mitzumachen. Sie werden keine Ruhe geben, bis sie wissen, was überhaupt hier passiert ist. Vielleicht sollte ich eine Amtsperson fragen. Wie kriege ich den da runter? Guck mal, hier ist auch nur Baum. Hier ist irgendwie nicht nochmal der Ast extra. Ich habe auch nichts, womit ich werfen könnte. Elsterfeder, Mobil, Rasen, Kaugummi. So, kann ich das irgendwie da? Das hast du nicht gerade wirklich ver... Doch, habe ich. Hallo? Was ist denn? Warum denn das nicht? Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht ge... Hallo? Oh Gott. Ich komme schon nicht über den ersten Bildschirm hinweg. Chili! Geht nicht. Können wir hier irgendwo hingehen? Ich gehe jetzt weg. Tschüss! I make the robot robot. I make the robot bread. Da 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 da. Leute, ich brauche einen Tipp. Kann man hier irgendwie, wenn man Alt drückt oder Space? Ah! Wegweiser, Rasen, Kaugummi, Baum. Ich habe doch alles schon 30 Mal angeklickt, Leute. Eine Laterne. Sie macht. Komisch. Also mit Space? Kann ich alle Sachen anzeigen lassen, mit denen man interagieren kann? Warum ist hier Schild und hier nochmal Schild? Mobil hatten wir auch schon. Ich brauche mal einen Tipp von euch. Jetzt! Was an? Das ist ein Baum. Okay. Ah ja, hier ist nochmal ein extra Knopf dafür. Ich brauche einen Tipp. Jetzt schon. Na Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss doch irgendwie... Komm, Briegel, sag mal was. Frag doch Budimcic. Aber pass auf, die strukturelle Integrität des Astes scheint mir suboptimal. Ach Mist, bringen wir es hinter uns. Ja, aber die Idee hatte ich ja auch schon, ne? Warum ist denn Wachtmeister Budimcic da oben? Der Mann. Ja, ist ja gut, Leute, das haben wir doch jetzt verstanden. Elsterfeder. Das funktioniert so nicht. Und
Durch Kombination entstandenes albernes Werkzeug. Ich nenne dich Kitzelstab. Kitzelstab. Okay. Jetzt habe ich eine Idee. Das ist albern. Könnte aber funktionieren. Kille, kille, kille. Oh. Ah. Bravo! Chili-Schaf! Wie sie fast die gesamte Wucht mit ihrem Kopf abgefangen haben. Respekt. Könnte mir jemand das Band aus dem Mund nehmen? Danke. Bitte. Dann können wir ja jetzt gehen. Nicht bevor wir das Verbrechen gelöst haben. Herr Wachtmeister, was ist hier passiert? Eigentlich ist das ein Polizeigeheimnis. Es kann an dem Sturz auf dem Kopf liegen, aber ich erzähl's mal. Auf diesem Sockel da unten stand bis gestern noch die Statue des erkälteten und skatspielenden Jaks. Ein Geschenk unserer Partnerstadt Ulan Graboink in der äußeren Langolei. Das, wo morgen der große Staatsbesuch des langolischen Präsidenten Djinnis Göm ins Haus steht. Ein Punkt auf dem diplomatischen Protokoll ist die feierliche Bewerfung des erkälteten und skatspielenden Jaks mit Kamilleteebeuteln. Und wenn die Statue bis morgen Mittag nicht wieder da ist, fürchtet unser Bürgermeister um die internationalen Beziehungen und den Jack-Joghurt-Handel. Wie kann so eine schwere Statue einfach so unbemerkt aus dem Stadtpark verschwinden? Ich muss Zeugen suchen. Dabei bin ich so müde. Gute Nacht. Berndi, du suchst die Zeugen, ich laufe durch den Park und mach Jack-Grunzlaute, um es anzulocken. Das Jack ist aus Bronze. Gutes Zeugen suchen, Bernd. Ich suche Außerirdische. What? Leute, wollen wir uns mal bitte... Können wir darüber noch mal reden? Ich hatte das für keine so gute Idee. Haben die gerade von einem erkälteten, skatspielenden Jack erzählt? Oh. Ein Ast war vorher an dem Baum. Und daran war ein Polizist. Jetzt nicht mehr. Mist. Also für mein Verständnis sagt Bernd ein bisschen zu oft Mist. Können wir den Polizisten irgendwie... Das Gesetz schläft nie. Herr Budimcic, jetzt schon. Echt? Emotion? Begeisterung? Wir können Emotionen tatsächlich Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch. Okay, lass uns erstmal gucken, ob wir irgendwas hier verbinden das können. Das geht nicht. Punkt. Okay, können wir Begeisterung mit Absperrband verbinden? Hallo? Ja. Okay. Gut. Ich glaube, hier haben wir alles gemacht, was wir machen konnten, oder? Gibt's jetzt noch irgendwie... Klar, wir gehen zum Springbrunnen, jawoll! Also, wir suchen Zeugen, ja? So. Und wo soll ich hier einen Zeugen finden? Oh, shit. Okay, hier ist ein Vogel. Aber den kann ich anscheinend nicht anklicken. Wenn ich mich da draufsetze, kommt wieder dieses nervige Schaf und will mich motivieren, den Fall zu lösen. Okay. Ach, da ist ein Pantomime. Oh nein, der wird nicht mit uns reden wollen. Ist es eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches gesehen. Ich würde mal ganz kurz... die Atmo noch ein bisschen runterstellen. Ist es eine Statue oder lebt es schon? Vielleicht hat es was Hilfreiches. Hallo, Herr Stadtpark-Pantomime. Ein Verbrechen oder sowas Ähnliches wurde begangen. Haben Sie etwas gesehen? Na, ich muss ihm Kohle geben, wa? War ja klar. Er will Kleingeld, bevor er was sagt. Ich hasse Kleinkünstler. Aber ich habe da schon eine Idee. Pass mal auf, hier drüben hat was geblinzelt. Dass es das noch gibt. Glitzert da nicht was im Münzschlitz? Oh yeah. Los geht's. Chili, kannst du mal die Schnauze halten da hinten? Das wäre zu einfach, oder? Hey, es ist zu einfach. Nein. Chili, hau ab. Das ist meine Kohle. Chili. Chili. Cool. Kleingeld. Lieber Wunschbrunnen, ich wünsche mir einen Grundsophon. Dann kann ich das Jack besser anlocken. Schaf, was tust du da? Erstens, das Jack ist aus Bronze. Und zweitens ist das kein Wunschbrunnen. Au. Jetzt schon! Yippie! Nicht im Ernst. Nicht im... What the fuck? Au, au, au. Oh,
schade. Das lockt nur Wikinger an. Muss ich halt weiterrufen. Mist. Wie kriege ich jetzt die Münze aus dem Brunnen wieder raus? Oh mein Gott, es ist so unglaublich durch. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut. Und wenn es euch auch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir versuchen dann ab der nächsten Folge diese scheiß Münze da aus dem Scheißbrunnen zu kriegen, damit wir dem Scheißpantomimen scheiß Geld geben können, damit er scheiße nochmal sagt, was hier scheiße nochmal passiert ist, mit dem erkälteten Skat spielenden Jack. Ich freue mich sehr drauf, das war Herr Fischkopf. Bis dann und tschüss!